kommen wir auf den Punkt. Kleines Geld, legen wir los. Ich, Lucas Robinson, möchte es mir verdienen, Next zu sein. Yes! Oh, yes! What is that? Yeah! Die Energie, das hat so Spaß gemacht. Weiter so. Beide hinterließen einen guten Eindruck. Doch es kann immer nur einer die nächste Runde erreichen. Ihr habt abgestimmt. Weiter ist Lucas Robinson. 20 Talente, die den nächsten Schritt im Wrestling gehen und sich einen Vertrag bei der German Wrestling Federation erkämpfen wollen. Sie alle stellen sich dem kritischen Urteil einer erfahrenen Jury und müssen sich im Ring und am Mikrofon beweisen. Am Ende aber entscheidet allein ihr, die Fans, wer in die nächste Runde kommt. Dies ist die nächste Generation im Pro Wrestling. Dies ist Who's Next? Mein Name ist Erik Krüger. Ich bin 26, hatte jetzt 7 Matches. Meine Ziele im Wrestling sind, mir einen Namen in Deutschland zu machen und vor allen Dingen meine Familie stolz zu machen. Mein Name ist Adam Krüger. Ich bin 25 Jahre alt. Ich hatte 15 Matches. Mein Ziel im Wrestling ist es, einer der besten Wrestler auf der Welt zu werden. Normalerweise kämpfen die beiden als Gebrüder Krüger Seite an Seite im Tag Team. Dies wird nun ihr erstes Match gegeneinander. Wer hat die Nase vorn? Wer ist bereits einen Schritt weiter als der andere? Und wer schafft es, diese Jury von sich zu überzeugen? Tom LaRufa, ehemaliger WWE NXT und Impact Wrestling Superstar. Im WWE Performance Center hat er von den allerbesten gelernt. Herman the German, Ulf Herrmann. Die Wrestling-Legende aus Deutschland stieg in den 90ern für die CWA und die berühmte ECW in den Ring. Al Snow. Der Superstar aus Amerika war mehrfacher Champion bei WWE und Trainer der ersten 2 Staffeln von WWE Tough Enough. Heute hat er seine eigene Wrestling-Schule, die Al Snow Wrestling Academy. Doug Williams. Der Engländer war mehrfacher Champion bei TNA Impact Wrestling, Ring of Honor und in ganz Europa. Der erste Teilnehmer ist Erik Krüger. Mein Gegner ist heute mein Bruder. Aber ich werde der Jury beweisen, dass ich der Beste bin heute. Oh, that's short and to the point. And his name is Erik Krüger. Und sein Gegner ist sein Bruder, Adam Krüger. Heute ist es mein Bruder, aber bald, aber ist es die ganze Welt. Denn wir haben das überlebt, also überleben wir auch das. Okay, okay. Well, we'll see if the rest is like that. Okay, he's crazy too. They're both crazy. Whoa. Why does he step back? I don't know. I watch a lot of guys do that though. Especially baby faces. Baby faces go back all the way across They're the ring. They're shy baby faces. It drives me nuts. To the left angle. Ow. Well, did he owe you money? Because you just hit him like he does. Okay. Why did he walk away again? For the next spot. Well. Timing and footwork is non-existent. No, there's no balance, zero. Is it a wrestling match? Have you seen a wrestling match? This might be interesting. It is. Okay. All right. Oh, nice. Okay. Yeah. It looked okay. Yeah. Good execution.
can't throw forearms, even simple ones to the back. Nice. Really popping. Oh, right with the elbow. There's a lot of basics are not existing. Not at all. Well, did you even walk up? No. Ooh. Maybe somebody owes somebody some trance. Yeah, there you go. Maybe they have history together, but... Yeah, I think they know each other. That's why they can do this shit. That's the only reason. Oh. And like nothing happened to the other guy with the mask. Yeah, he just got his ass beat. Now he just is up and he's fine. And now he just selling it over. He just kicked him hard enough to rub the sole off his shoe. Please don't ever hit me like that, because I will lay down and will not get up. Stay. I will. And don't kick me like that either. Ooh, oh, missed him. By accident. But he really, he's like Rob Van Dam. Rob Van Dam would miss you with one and then kick you three times harder. Because he, holy shit. Okay. They don't call shots or anything. They're not communicating in there. Yeah. Zero. Yeah, this is very, it's turning into one. Okay. I saw a T-bone coming. I saw a broken neck coming. Yeah. It's Tess. No cover. Tess makes it. Oh, you got it. Okay, so if you win by submission, why doesn't it work today? I have no idea. Hören wir uns an, was die Jury über die Performance der beiden Krügers denkt. Sie bewerten nicht nur die Leistung im Ring, sondern auch die Qualitäten der Promos zuvor. So, wie heißt du? Erik. Das ist schön. Warum hast du das nicht in deiner Promo gesagt? Das ist deine Möglichkeit, zu den Leuten zu sagen, wer du bist. Also musst du das auch rauskommunizieren. Was bei euch da oben los ist, ihr kommuniziert gar nicht miteinander. Ihr kennt euch und ihr wisst genau, was da oben passiert. Deswegen, ihr redet nicht. Der andere wartet darauf, dass ein Move kommt. Leute, ihr habt keine Basics, ihr habt noch nicht mal einen Lockup gemacht, gar nichts. Dir glaube ich deine Verrücktheit, bei dir ist das so ein Ding. Aber vom Gimmick her, alles schön und gut. Ihr sollt wahrscheinlich ein Tag-Team darstellen, so wie ich das sehe. Ja, das ist ganz geil. Leute, Basics arbeiten und Kommunikation und Safety im Ring. When I started wrestling, the first couple of years, I wasn't allowed to do more than 5 moves in the ring. Yeah. Everything you two guys did with each other, I cringed. Okay, I physically cringed. When you have to turn away from even the basic stuff, then you know it's bad. Nothing you did in the ring told me about either about who you are and what you did as characters. You were just throwing moves out there for the sake of it. Simple things like knowing how to walk in the ring. You guys crossed your feet. Do you ever watch actual professional athletes? Do you ever see them cross their feet? You're losing balance, especially. You guys are completely off balance. You have no timing at all between the two of you. Interesting look, but no story whatsoever. And no idea that either one of you were out there making an attempt to try to win. At one point, you did a move to him, covered him, and then just got up and walked away. You've just told me, as the audience, you don't want to win. You work into a climax, zu einem Höhepunkt hin. So you're telling the story to this climax. Das ist wie Wichsen ohne Kommen. Und dann plötzlich habt ihr dann gewichst und dann will das Zeug raus. It's like wanking without coming, and then in the end, you come. Yep. Simple as that. You build it up to that point. Yeah. Und ihr habt absolut nichts erzielt. Ihr seid nicht zu diesem Punkt gekommen. You have to make the people pop. On one or two moves, not really, on 10 moves. Just on the finish. Yeah. Wrestling's like having sex. You only pop on when you're done. After you're done, you want to eat a sandwich and go to sleep. Yeah, or smoke a cigarette. What about boot pops? Shut up. Okay. On promos, great intensity. Thank you for saying your name, Dankeschön. Eric, we only know you're called Eric because you had the vest, which is good because it got the job done. But at the same time, when they put the mic in your hand, that's your time to sell yourself. So say your name. We want people to remember your name. Too short as well. They give you 30 seconds of TV time. Yeah, use all 30. Exactly. Your match was just a succession of moves. To me, doing a body slam is not the basics. The basics is being able to lock up and actually wrestle and making it look both good and believable. Believable. And to me, nothing replaces having actual combat sport experience because you have a feeling for the instinct of really fighting for your health and to win the match. Mm. And I didn't see any of that. Guys both wear masks. If
you're mad at each other during the match and you want to win, use the mask. Like, turn it sideways so it actually hides the guy's face. Like, put it over, because at the end of the day, I forget that you guys have masks. So work it into the match and working in your characters, guys. Nun die Jurybewertungen von 1 bis 10. I'll give you both 3. I can see potential in you, but there still needs a lot of work, I'm afraid. I'll give you both a 3. You guys are focusing on the wrong things. Work on the things that are boring, that nobody cares about, that nobody, it's not glamorous. Learn the simple, basic things that will help improve everything else you do. Ja, der kriegt 3 von mir, weil ihr habt einen interessanten Look, ganz einfach. Ihr habt das Herz am rechten Fleck, ihr könnt da was draus machen. They have another opponent they never saw before. Holy shit. Yeah. Klosterfuck. Das würde nicht funktionieren. Ihr kennt euch beide, deswegen hat es funktioniert. 3 to you, both of you guys. The good thing is that you guys got the intensity. And it's awesome, because sometimes guys get the technique and they know how to have a match, but they lack emotion, passion, intensity. Yeah. And sometimes that's more important than actually the moves. Think about acting. Do you want to be a stuntman or a real actor like Will Smith that's able to change roles and make people feel stuff? Thank you, guys. Thanks. Und jetzt seid ihr an der Reihe. Auf gwf-wrestling.com/whosnext stimmt ihr darüber ab, wer wirklich in die nächste Runde kommt. Das Ergebnis der Abstimmung gibt's in der nächsten Episode, denn dann erfahren wir, who's next. Deine Unterhose fehlt. Ja, ist nicht professionell. Warum bist du ein Amerikaner sein? Versuch's doch nicht. Deutscher sein ist doch cool. Ihr liebt diesen Sport. Wieso vergewaltigt ihr diesen Sport, den ich so sehr liebe?